Meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Ehrengäste, liebe Sportlerinnen und Sportler des Sportvereins Pocking 1892 e.V. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Abend, den wir Ihnen zu Ehren veranstalten. Unser Verein ist bekanntlich 1892 gegründet worden, auch wenn er als Sportverein so erst 1951 aus dem Fußballclub und dem Turnverein hervorgegangen ist und feiert damit 2017 sein 125-jähriges Jubiläum. In unseren Sparten haben schon das ganze Jahr über Veranstaltungen zum Jubiläum stattgefunden. Ich erinnere an das Tischtennis-Bundesligaspiel zwischen Passau und Köln oder an das Jubiläumssportfest der Leichtathleten, die Kinderfußballturniere und das Jubiläumsturnier der Stockschützen. Ankündigen darf ich die Weihnachtsgala der Turnerinnen. Für den morgigen Samstag haben wir unter Federführung von Ingrid Klein und Brigitte Lorenz eine gemeinsame Feier als trachtiges Oktoberfest geplant, bei dem die Geselligkeit in ungezwungener Runde ohne Formalitäten im Vordergrund stehen wird. Heute jedoch sind wir hier zusammengekommen, um Ihnen allen die besondere Wertschätzung des Sportvereins auszusprechen und dies durch entsprechende Ehrenurkunden und Ehrenzeichen zu unterstreichen. So werden viele von Ihnen geehrt werden, weil sie schon jahrelang ehrenamtlich für die Sportler des SV Pocking Stunden abhalten, Training organisieren oder ganze Sparten am Laufen halten. Andere werden für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt. Alle, die schon über 40 Jahre im Verein Mitglied sind, wurden für heute eingeladen. Die allermeisten sind dieser Einladung gefolgt. Herzlichen Dank dafür. Die meisten von Ihnen sind dem SV Pocking schon aus ihrer Jugendzeit, als sie aktive Sportler waren, verbunden. Für sie alle war und ist es selbstverständlich, auch nach der aktiven Zeit im Verein zu bleiben. Sie ermöglichen damit den Kindern und Jugendlichen und somit jungen Familien finanziell leistbar am gemeinsamen Sport teilzunehmen. Da das leider nicht mehr ganz selbstverständlich ist, möchten wir uns dafür wirklich sehr herzlich bedanken. Sie sind heute alle unsere Ehrengäste, lassen Sie mich aber trotzdem die folgenden Gäste aufgrund ihrer Funktion begrüßen. Ich begrüße als ersten unseren Festredner, Herrn Walter Taubeneder, als Freund und Unterstützer sowie als Vertreter auch unserer Belange im Bayerischen Landtag. Hallo. Als Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes und stellvertretende Landrätin sowie Stadträtin ist Gerlinde Kauper bei uns. Hallo, Gerlinde. Die Bayerische Sportjugend im Kreis Passau ist durch den Kreisvorsitzenden Herrn Thomas Tauer vertreten. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Natürlich herzlich willkommen Franz Krahr, unser erster Bürgermeister der Stadt, und Christian Hanusch, Geschäftsleiter der Stadtverwaltung Pocking. Ich darf unsere Ehrenmitglieder begrüßen. Herr Erich König, Peter Fliegel, noch immer unser dritter Vorstand, Julius Bachmeier, Josef Gerhardinger, Leopold Scherndörfer, Ernst Schröter, und aus Gesundheitsgründen entschuldigt haben sich mit 103 Jahren Lina Ragala und mit fast 99 Vinzenz Eichinger. Herrn Hubert Gerauer als Stadtrat und unseren zweiten Vorstand Bernhard Simmelbauer als Stadtrat auch recht herzlich. Grüß Gott. Last but not least, Manfred Baumgartner, unser dritter Bürgermeister. Wir alle wissen, wie wichtig es ist, dass wir auf guten und modernen Sportanlagen aktiv sein können. Dies ist in Pocking, im Rottal-Stadion, den städtischen Turnhallen an der Mittelschule und der Grundschule, den Hallen des Landkreises im Gymnasium und der Förderschule, im Hallenbad, im Fitnessraum am Hallenbad und auch in der Schulsportanlage vorbildlich der Fall. Auch auf den von uns selbst errichteten Sportstätten wie der Tennisanlage oder den Stockbahnen in Pfaffing
ist die Stadt Pocking ein großer Unterstützer und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht. Bei Herrn Altbürgermeister Josef Jakob und Bürgermeister Franz Kahr darf ich mich deshalb ganz besonders bedanken. Obwohl es wegen den Vorgaben des Landkreises nicht ganz ohne Hallengebühren geht, so ist doch durch die städtische Förderung die Nutzung aller Sportstätten für uns erschwinglich. Recht herzlichen Dank auch dafür. Damit die Sportstätten im Betrieb allen Anforderungen der Sportler entsprechen, ist die professionelle Leistung des städtischen Bauhofes genauso erforderlich wie die Arbeit vieler Ehrenamtlicher. Ich spreche daher allen Aktiven in den Sparten meine große Anerkennung aus, denn ohne Wartung, Reparaturen, Reinigung usw., also ohne jemanden, der sich ständig kümmert, würden die Anlagen sicher binnen kurzer Zeit nicht mehr nutzbar sein und nicht so schön ein Aushängeschild für Pocking. Alle, die ich jetzt meine, wissen sicher genau, wie viel zeitlicher Aufwand damit verbunden ist. Ich sehe die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pocking und dem Sportverein Pocking aber ganz klar als eine, auf Neudeutsch gesagt, Win-Win-Situation. Der SV Pocking ist genauso unverzichtbar für die Stadt oder für das Leben in Pocking. Was würden all die Kinder und Jugendlichen tun, wenn sie nicht die Gelegenheit hätten, in verschiedensten Sparten bei uns zu schwimmen, zu laufen, zu werfen, Fußball zu spielen oder zu turnen, Einrad zu fahren, Akrobatisches zu lernen oder eben zu turnen, Tennis zu spielen? Würden nicht viele von Ihnen noch mehr Zeit vor dem Fernseher oder am Handy verbringen und Freunde vielleicht nur noch in der Schule sehen? Es wäre auch sicher nicht genug, dass ein Streetworker sich um die Kinder und Jugendlichen kümmert, damit diese auch außerhalb von Schule und Familie nicht alleingelassen bleiben. Die unzähligen dafür erforderlichen Stunden sind gar nicht vorstellbar und wären auch kaum zu finanzieren. Was würde unser Streetworker Christian Walter mit den Jugendlichen machen, könnte er nicht etliche von ihnen beim Boxtraining in unserem Verein zu Leistungswillen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein anstacheln und sie in der Gruppe auch verankern. Dies alles und natürlich viel mehr leisten all die Ehrenamtlichen in über 20 Sparten, die im SV Pocking obendrein fast alle noch völlig ohne Entgelt ihre Freizeit für die Sportler einbringen. Lassen Sie mich Ihnen alle unsere Sparten einmal ins Gedächtnis rufen. Badminton, Bewegungskünste, Boxen, der Zirkus Hui, Einradfahren, Fitness, Eisstock, Jugend- und Seniorenfußball, AHA-Fußball, Gerätturnen, die Kampfrichter, Leichtathletik, Schwimmen, Squash, Tennis, Tischtennis, Volleyball und nicht zuletzt auch Reha-Sport und Herzsportgruppe. Dieses vielfältige Programm ist dabei auf andauernden Sport und Leistung ausgelegt. Für die Trainer und Verantwortlichen bedeutet dies, mehrfach die Woche, über das ganze Jahr hinaus und dann noch meist über mehrere Jahre lang zur Verfügung zu stehen. Ich bin sehr stolz, dass sich immer noch so viele von Ihnen für solche verantwortungsvollen Aufgaben finden lassen und Ihnen allen danke ich ganz besonders. Nun aber zum Programm des heutigen Abends. Sehr verehrte Sportler, begrüßt mit einem großen Applaus den Bürgermeister der Stadt Pocking und damit den Hausherrn der Stadthalle, Herrn Franz Kahr. Lieber Franz, ich darf dich um das erste Grußwort bitten. Sehr geehrte Ehrengäste, liebe Gerlinde, Tauber, lieber Walter, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde des Sportvereins Pocking. Viele sind heute gekommen zu dieser Feier und viele werden hoffentlich auch morgen kommen zum trachtigen Fest zu Ehren 125 Jahre Sportverein, um den Sportverein Pocking gebührend zu feiern. 125 Jahre sind ein Grund zum Feiern. Damit ein Verein 125 Jahre überleben kann, braucht es vor allem viel ehrenamtliches Engagement. Und das hat es beim SV Pocking immer gegeben und gibt es Gott sei Dank auch heute noch. Viele haben sich eingebracht und bringen sich auch heute noch ein. Und das war meines Erachtens eine besondere Auszeichnung des SVP, dass sich Menschen über Jahrzehnte hinweg immer wieder für ihren Verein eingebracht haben. Und nicht ohne Grund
können wir heute 170 Personen für dieses Engagement ehren. Und ich möchte sogar sagen, beim SVP haben sich Menschen über Generationen hinweg eingebracht. Und stellvertretend für alle möchte ich nur den Namen Ragerle erwähnen. Aus einem Turnverein heraus gegründet, wie man aus den Chroniken lesen kann, hat es in den 125 Jahren sicherlich viele Höhen und Tiefen gegeben. Höhen und Tiefen zum Beispiel in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir wissen alle, in den letzten Jahren ist es dem Verein finanziell nicht so gut gegangen. Dagegen steht aber auch eine respektable Vereinsimmobilie. Und finanziell, glaube ich, sieht der Verein jetzt besseren Zeiten entgegen. Und ich möchte auch erwähnen, dass sich die Stadt Pocking daran beteiligt hat, dass diese finanzielle Krise überwunden werden kann. Und dafür, der Peter hat mir gedankt, danke ich dem Stadtrat sehr herzlich, der das alles beschlossen hat. Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen gab es sicherlich auch in sportlicher Hinsicht. Momentan glänzen wir mit unseren Sparten Einradfahren bis hin zum Weltmeister. Unsere Boxer, seit Jahrzehnten unsere Turnerinnen, immer in den Medien vertreten, unsere Schwimmer, Eisstockschützen. Eigentlich könnte ich alle Sparten aufzählen. Eine vielleicht mit Abstrichen, Sparte Fußball, war in der Vergangenheit sehr erfolgreich. Denke an die erfolgreichen Landesliga-Zeiten, stellvertretend hierfür vielleicht den Namen Horst Huber, Holler, Ponitka. In letzter Zeit nicht mehr so erfolgreich. Aber ich sage Ihnen, ich habe vor der Sparte Fußball höchsten Respekt. Und auch vor der Vereinsführung. Respekt deshalb, weil man sich nicht an dem Transferwahnsinn beteiligt, der sich schon in den untersten Ligen breit macht. Das verdient höchsten Respekt und unsere volle Unterstützung. Danke der Sparte Fußball. Die Welt geht nicht unter, wenn Pocking nicht in der Landesliga spielt. Ja, das letzte, glaube ich, gegen Amsham. Ja, immerhin das Wort, unglaublich. Aber davon geht die Welt nicht unter, aber schon mancher Verein ist untergegangen, weil er sich an diesem Wahnsinn beteiligt hat. Höhen und Tiefen mag es vielleicht auch in zwischenmenschlicher Beziehung gegeben haben. Habe ich jetzt nichts Konkretes im Sinn, aber ich denke mir, wenn man 125 Jahre einen Verein betreibt, da wird es auch in der Hinsicht mal gekriselt haben. Denken wir aber nicht daran, sondern an die schönen Seiten, an die tollen Anekdoten, die es aus 125 Jahren zu erzählen gäbe, hätte sie irgendjemand aufgeschrieben. Oder an die tollen Originale, die unser Sportverein auch mit herausgebracht hat. Dafür stellvertretend, die BMP sucht ja ständig nach Pockinger Originalen. Leider lebt er nicht mehr, aber ich glaube, der Karl Rührmeier, das wäre so ein Original, das man in der Zeitung bringen könnte. Der SV Pocking ist in 125 Jahren durch alle Höhen und Tiefen erfolgreich gegangen. Er hat die Probleme bewältigt, die sich in dieser Zeit gestellt haben und ist heute ein moderner Verein mit einem umfangreichen sportlichen Angebot. Peter hat es auch schon gesagt, modernste Hallen stehen zur Verfügung und. Ein Angebot, das sich sehen lassen kann und das auch genutzt wird. Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Peter, das ist eine Win-Win-Situation, wie man heute sagt. Die Stadt wäre nichts ohne den Verein und der Verein wäre nichts ohne die Stadt. In diesen 125 Jahren hat sich der Sportverein Pocking aber auch in unserer Gesellschaft integriert. Faschingsbälle gab es jetzt vielleicht nicht mehr. Bürgerfestbeteiligung, Umzüge, zum Beispiel auch BR-Radeltour. Aber, darum möchte ich auch erinnern, auch unser berüchtigtes Starkbierfest ist aus dem Sportverein heraus hervorgegangen. Also. Dann machen wir es also. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die sich in diesen 125 Jahren und vor allem heute noch in diesen Verein einbringen. Stellvertretend für alle danke ich dem jetzigen Vorsitzenden, Herrn Dr. Peter Hück, und bitte gib dieses Lob und diesen Dank weiter an alle deine Mitarbeiter in den Sparten und so weiter.
Der SVP ist heute gerüstet, die Aufgaben der Zukunft anzugehen. Moderne Sportstätten habe ich schon gesagt, aber vor allem engagierte und begeisterungsfähige Mitglieder in allen Sparten des Vereins. Und daher bin ich mir nicht bange, dass dies nicht das letzte Jubiläum war, das der Verein feiert. Und vielleicht sind wir beim nächsten Jahr auch noch dabei. Der Verein sieht einer positiven Zukunft entgegen und dafür wünsche ich ihm alles Gute und biete die Zukunft, in Zukunft auch die Hilfe der Stadt weiterhin an. Dankeschön, alles Gute. Vielen Dank. Wenn die bayerische Staatsregierung nicht besonnen auch als Förderung im Sportanlagenbau Unterstützer des Ehrenamtes durch Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen und Unterstützung der Kommunen in ihren Aufgaben auch im Sinne der Vereine agieren würde, wo wären wir dann alle? Würde es wie in den USA zum Beispiel nur bezahlten Sportbetrieb geben, der nur durch Sponsoring aus der Wirtschaft überhaupt erschwinglich sein kann? Die Nähe zwischen unseren Sportlern und unseren Landtagsabgeordneten ist daher meines Erachtens nicht zu unterschätzen. So ist zum Beispiel Professor Gerhard Waschler als noch aktiver Leichtathlet und Vorsitzender des Niederbayerischen Leichtathletikverbandes einer, der genau weiß, wo Hilfe nötig ist. Ebenso ist Walter Taubeneder aus unserer Nachbargemeinde immer wieder bei Veranstaltungen unseres Vereins anwesend. Bei den Gesprächen am Rande von Sportfesten erfährt auch er, mit welchen Problemen, aber auch Erfolgen und Freude bei uns am Land Sport getrieben wird. Es freut mich daher ganz besonders, lieber Walter, dass du dich ohne lange zu überlegen, das war wirklich 2 Minuten, Kopf haben wir fest, gleich nach dem Boxen, ja, das mache ich, dass du dich bereit erklärt hast, für uns heute den Festvortrag zu halten. Ich darf dich auf die Bühne bitten. Sehr geehrte Frau Landrätin, Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Ehrengäste, Festgäste, alle zusammen, lieber Herr Dr. Hück, meine lieben Mitglieder, SV Pocking, Reinhard Fendrich, den haben Sie ja gerade gehört, hat in unnachahmlicher Weise ausgedrückt, was wohl alle hier im Saal denken: Es lebe der Sport. Dass dieser, wie im Refrain besungen, gesund ist, braucht wohl keiner weiteren Erklärung. Und auch, dass der Sport hart sein kann, weiß nicht nur jeder, der schon einmal in seiner Sportart verloren hat, sondern vor allem auch derjenige, der in Vorbereitung auf einen wichtigen Wettkampf alles gegeben hat und dabei bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gegangen ist. So selbstverständlich also die ersten Beschreibungen des zu uns beliebten Sports also sein mögen, so ergiebig ist für meine Überlegungen am heutigen Abend eine weitere Beschreibung Fendrichs. Wir haben gehört, der Sport sei beliebt bei alt und jung. Auf den ersten Blick enthält auch dieser Refrainteil nur eine Selbstverständlichkeit. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt dieser Satz prägnant kräftigerweise, welchen immensen Dienst der Sport und genau gesagt Sportvereine wie der SV Pocking tagtäglich für unsere Gesellschaft leistet. Denn man könnte ergänzen, der Sport ist nicht nur beliebt bei alt und jung, sondern auch bei arm und reich, bei gescheit und nicht so gescheit, bei dick und dünn, schön und nicht ganz so schön. Kurzum, fast bei jedermann. Was bei dieser sicherlich nicht abschließenden Aufzählung zum Ausdruck kommt, meine Damen und Herren, ist nicht weniger als die unbändige und unverzichtbare Integrations- und Bindungskraft von Sportvereinen für unsere Gesellschaft. Menschen, wie sie manchmal gegensätzlicher nicht sein können, finden im Sport zueinander. Sicherlich. Der SV Pocking als Prachtexemplar eines Sportvereins erfüllt daneben unzählige weitere Funktionen. Er schafft ein Verständnis dafür, dass es sich lohnt, hart für ein Ziel zu arbeiten. Er bereitet darauf vor, dass das Leben nicht nur aus Siegen, sondern eben auch aus Niederlagen besteht.
Er legt die Grundlage für sportliche Spitzenleistungen, bietet vielen Menschen eine wunderschöne Freizeitbeschäftigung. Doch für das Allgemeinwesen erscheint mir noch die Integrations- und Bildungsfunktion als bedeutendste. Sportvereine sind also, wie es der ehemalige bayerische Ministerpräsident Max Streibl im Grußwort zum 100-jährigen Bestehen des SV Pocking formulierte, Motor des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens der Stadt. Der Bürgermeister hat ja auch schon darauf hingewiesen. Doch was ist damit gemeint? Sportvereine wie der SV Pocking führen Menschen zusammen, die sich im Alltag sonst möglicherweise kaum begegnen würden. Sei es, weil sie unterschiedlichen Berufen, Bildungsschichten angehören oder einfach, weil man sonst gerne unter sich bleibt. Sportvereine schaffen so einen offenen Raum gesellschaftlicher Interaktion, integrieren jeden von uns tagtäglich in unser Miteinander. Sie tragen somit wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, wenn man sich vom Sportverein her kennt, vielleicht sogar schätzt, vertraut man sich auch. Es gibt politikwissenschaftliche Studien, die nachweisen, dass ein aktives Sportvereinsleben innerhalb einer Ortschaft nicht nur das allgemeine Vertrauen zu und untereinander, sondern auch zur Demokratie stärkt. Sportvereine liefern mithin auf Dauer neben anderen den Kitt, ohne den unsere Gesellschaft, ja unser Land nicht länger das wäre, was es bisher ist. Auf mustergültige Weise erfüllt der SV Pocking das, was ich soeben in grauer Theorie beschrieben habe, mit Leben. Er ist zum einen Breitensportverein, weil er in 23 Sparten so verschiedene Sportarten, Fußball, Tennis, Leichtathletik, Boxen, Volleyball, Einrad, Kunstturnen, Tischtennis, Schwimmen, Stockschießen und sogar die Kampfrichter unter einem Dach vereint. Zum anderen entfaltet er wahrlich auch Breitenwirkung. Von etwa 16.500 Einwohnern in Pocking ertüchtigt sich mehr als jeder Zehnte, ca. 1.800 Mitglieder, körperlich beim SV Pocking. Und nur eines von vielen begeisternden Beispielen für die vorhin angesprochene Integrationsfunktion innerhalb des SV Pocking hervorzuheben: Die Bockstaffel wurde für diese Funktion bereits eigens mit Integrationspreisen geehrt. Sie vereint die verschiedensten Menschen im Sinne des gemeinsamen Sportziels. Doch ist das keine bloße Momentaufnahme. Schon seit 125 Jahren trägt der Sportverein für ein gedeihliches Zusammenleben in der Stadt bei und führt Menschen hin zum Sport. Oftmals sogar zu sportlichen Höchstleistungen. Angesichts dieser beeindruckenden Zeit können wir uns alle glücklich schätzen, an einem solch stolz machenden Jubiläum mitfeiern zu können. Ja wahrlich, 125 Jahre SV Pocking, darauf kann die Stadt, der Verein, ja können Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Mitglieder wirklich stolz sein. Und freuen können wir uns alle miteinander. Zum einen, und das wird wohl eher für uns Ältere im Raum ein wahrer Freudengrund sein, darüber, dass wir endlich mal bei einem runden Geburtstag feiern können, an dem wir nicht die Ältesten sind. Zum anderen, und hier kann sich dann spätestens jeder mitfreuen, darüber, dass 125 Jahre nicht nur eine bloße Zahl, sondern vielmehr Bestätigung sind. Bestätigung für den SV Pocking, dass er seit seiner Gründung 1892 sehr viel richtig gemacht haben muss. Das zeigt auch ein Blick in die Chronik des Vereins. So sind beispielsweise die Vereinsjahre bis weit in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts hinein vom finanziellen Not geprägt. Da heißt es, Verein verliert ganzes Vermögen oder wirtschaftliche Not nimmt kein Ende. Liest man zum Beispiel dort. Für das Jahr 1930 berichtigt die Chronik sogar, Mitglieder müssten Glühbirnen für die Hallen selbst kaufen. Ich weiß nicht, wann Sie, liebe Gäste, das letzte Mal Glühbirnen für die Dreifachturnhalle oder Lampen für die Schulsportanlage und das Rottal-Stadion aus eigener Tasche bezahlt haben. Ich jedenfalls habe den Eindruck, dass der SV heute finanziell in deutlich ruhigeren Gewässern unterwegs ist. Hilft auch die Stadt, wenn es darauf ankommt. Und das ist auch richtig so.
Das gleiche Bild zeigt sich auch, wenn man die Mitglieder- und Vereinsstruktur betrachtet. Während 1925 noch die Fußballsparte aus dem Verein austrat und sich selbstständig machte und in der Chronik für 1930 beklagt wurde, es fehlten Zöglinge, also junge Burschen und Mädel, finden sich heute unter dem Dach des SV wieder alle Sportarten und zahlreiche die Zukunft des Vereins sichernde Kinder und Jugendliche wieder. Aus ein paar Händen voller Mitgliedern zur Gründung 1892 wurden 1800 im Jahr 2017. Ein Zeichen für die starke, ungebrochene Anziehungskraft des Vereins. Der SV Pocking steht heute also blendend und äußerst attraktiv da. Wer von uns wird das mit 125 Jahren schon behaupten können? Damit das so bleibt, braucht es neben einer umsichtigen Vereinsführung und aktiven Mitgliedern natürlich aber auch die Unterstützung durch die Politik. Denn der Mensch ist auf Bewegung, auf Leistung und auf Leben in einer Gemeinschaft angelegt. All das findet ihr im Breitensport des SV Pocking. Außerdem leisten Vereine wie der SV, wie eingangs bereits dargelegt, eine Integrationsaufgabe für unsere Gesellschaft, die gar nicht erst überschätzt werden kann. Die Förderung des Breitensports und des Behindertensports im ganzen Land steht deswegen im Zentrum der Sportförderung durch den Freistaat Bayern und der Staatsregierung. Zuvorderst wäre die nicht bloß symbolische Verankerung von Sport und Ehrenamt in der Bayerischen Verfassung zu nennen. Dort heißt es, der Staat und die Gemeinden fördern den ehrenamtlichen Einsatz und den Sport. Der Freistaat bringt damit in recht prominenter Weise die herausragende Bedeutung des Sports und der darin erbrachten ehrenamtlichen Arbeit zum Ausdruck, unterstreicht somit deren Stellenwert. Doch so wichtig sie auch ist, im Leben der Menschen zählt eben nicht nur Symbolik. Aus diesem Grund fördert die bayerische Staatsregierung den Breitensport im finanziell erheblichen Umfang. Zu nennen wäre zunächst die Vereinspauschale. Diese wird den Sportvereinen zur Mitfinanzierung des Sportbetriebs gewährt. Im Jahr 2017, also im Heuer, wurden vom Freistaat Bayern dafür Mittel in Höhe von 18,6 Millionen Euro aufgebracht. 254.000 Euro flossen in den Landkreis Passau und der SV Pocking erhält davon 14.400 Euro. Ich denke schon, eine stolze Summe. Und schließlich werden noch auf projektbezogener Basis auch der Bau von Sportstätten gefördert. Hierfür wurden im Jahr 2017 über 12 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Und schließlich werden nicht nur die Vereine als solche, sondern auch die zahlreichen Ehrenamtlichen vom Freistaat gefördert. Exemplarisch möchte ich nur eine der vielen Förderleistungen nennen, die für einige hier Anwesenden möglicherweise besonders interessant sein könnte. Die Ehrenamtskarte. Deren Einführung im Jahr 2011 stärkte nicht nur die Anerkennungskultur in Bayern, Besitzer der Ehrenamtskarte erhalten auch Vergünstigungen bei Einrichtungen des Freistaat Bayerns, wie etwa staatlichen Museen, Schlössern und Schifffahrten und auch die Gemeinden und die Stadt Pocking hat sich ja dieser Ehrenamtskarte angeschlossen. Auch hier gibt es Vergünstigungen. Vielen Dank dafür. Die Staatsregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, weiß, was unser Land an Vereinen wie den SV Pocking hat. Und ich denke, angesichts der nur ausschnittshaft präsentierten Förderleistungen, dass sie hier ihrer Verantwortung auch gerecht wird. Vor rund 2000 Jahren hat der römische Philosoph Seneca gesagt, die menschliche Gesellschaft gleich einem Gewölbe, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden. Für die Stadt Pocking und ihre Bürger ist der SV Pocking einer der maßgeblich stützenden Steine. Ja, er ist, wie gezeigt, notwendiger Baustein für ein gedeihliches gesellschaftliches Zusammenleben.
Pocking hat nicht nur eine schöne neue Stadthalle, sondern, um im Bild zu bleiben, auch ein prächtiges Gewölbe. Der Zusammenhalt, die Lebensqualität und die Kultur des Miteinanders in der Stadt sind spürbar, wenn man im Pocking unterwegs ist. Nicht umsonst verzeichnet die Stadt einen kontinuierlichen Zuzug von jungen Familien. Das hat zum einen sicherlich damit zu tun, dass die politisch Verantwortlichen, Herr Bürgermeister und Damen und Herren des Stadtrates, in den letzten Jahrzehnten ihre Arbeit gut, ja, ich möchte sagen, sehr gut gemacht haben. Doch gleichzeitig trägt der SV Pocking durch seine vielfältigen Funktionen maßgeblich ebenso dazu bei. Hierfür an alle Vorstände, ganz besonders an den jetzigen Vorsitzenden, lieber Peter, an dich und an deine Vorstandschaft, den Spartenleitern und mit allen Mitgliedern ein herzliches Vergelt's Gott für den großen Einsatz, den sie im SV Pocking leisten. Zum Abschluss meiner Rede möchte ich noch an Sie alle, an uns alle appellieren. Um all das zu bewahren, was ich gerade beschrieben habe, ist es beinahe schon unser aller Pflicht, nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch im Alltag immer wieder auf die besondere Bedeutung des sportlichen Ehrenamts hinzuweisen und zu versuchen, alle Menschen, egal ob jung und alt, ob arm und reich, ob gescheit und nicht so gescheit, ob dick und dünn und schön und nicht ganz so schön, für den Sport allgemein und die ehrenliche Arbeit im Sportvereinen zu gewinnen. Denn stellen Sie sich vor, jeder redet vom Sportverein, aber keiner macht mit. Ich bin mir sicher, dass der SV Pocking es niemals dazu kommen lassen wird. Und trotzdem müssen wir immer für unsere Sache werben. In diesem Sinne, es lebe der Sport, es lebe der SV Pocking auf die nächsten 125 Jahre. Vielen Dank. Lieber Walter, vielen, vielen Dank für deinen umfassenden Vortrag und für die große Anerkennung, die aus deinem Vortrag uns gegenüber herauskommt. Liebe Sportfreunde, jetzt ist es soweit. Wir werden nun gleich mit den Ehrungen beginnen. Der Ablauf wird so sein, dass zunächst die Ehrungen vom Bayerischen Landessportverband für Leistungen im Ehrenamt und für die langjährige Mitgliedschaft erfolgen. Danach wird die Bayerische Sportjugend die Verantwortlichen im Jugendbereich ehren. Im Anschluss daran werden wir die Mitglieder für über 40-, 50- und 60-jährige Vereinsmitgliedschaft auszeichnen. Um den Ablauf einigermaßen zügig gestalten zu können, möchte ich Sie alle bitten, sich mit der Anzeige Ihres Namens dann hernach da oben schon etwas vorzubereiten und dann als Gruppe gemeinsam auf die Bühne zu kommen. Aus dem Sportleben in Pocking nicht wegzudenken ist Gerlinde Kauper. Sie ist als Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes unsere Verbindung nach München. Sie ist durch ihre Tätigkeit im Stadtrat, im Kreistag, bei allen wichtigen Entscheidungen um den Sport dabei. Da die Sportförderung des Landkreises, wie wir schon gehört haben, gut 14.000, das auch ein wesentlicher Teil unserer Vereinsfinanzen darstellt, darf ich mich stellvertretend für den Landrat Franz Mayer und den gesamten Kreistag bei dir, liebe Gerlinde, recht herzlich bedanken. Ich darf dich nun zu einem Grußwort und dann zur Ehrung nach oben bitten. Ein herzliches Grüß Gott an den Vorsitzenden, Herr Dr. Wigner Pöck, mit der ganzen Vorstandschaft, an die Ehrengäste, lieber Walter, lieber Bürgermeister, naja, wenn du nicht da warst, das wäre schlimm, mit Kolleginnen aus dem Stadtrat und lieber Thomas Tauer für die Sportjugend. Und Sie alle, meine Damen und Herren, Sie bezeichne ich als Säulen. Säulen, die das große Sport, dieses große Dach der Sportfamilie SV Pocking tragen. Denn ohne die stabilen, kräftigen Säulen würde das Dach nicht stehen, wo sich die vielen Sportlerinnen und Sportler drunter tummeln und ihren Sport frönen. Also die sind wichtig für den SV Pocking. Ja, und
Die Geschichte des Vereins, die würde jetzt lang dauern, wenn ich die auch noch aufzählen würde. Sie kennen sie. Und auf Ihrer Homepage ist es wunderbar dargestellt und auch in der PNP scheibchenweise hervorragend uns vermittelt worden. Sie ist beeindruckend, sie ist toll. Und der SV Bockigl ist einer der größten und einer der aktivsten Vereine in unserem Sportkreis Passau. Und dazu gratuliere ich Ihnen nicht nur zum Jubiläum, sondern auch zu dieser Arbeit und zu diesem Film. Herzliche Gratulation. Ich möchte mich jetzt nur noch konzentrieren auf das, was hernach dann die Ehrungen bedeutet. Das sind auf die Ehrungen. Ehrenamt, was ist ein Ehrenarbeit? Ehren ist auch Freiwilligenarbeit. Ich tue es freiwillig. Für mich und für viele andere. Für mich auch, weil ich auch davon profitiere, wenn ich für andere aktiv bin, wenn ich für andere was tue. Ja, und jedes zehnte Mitglied eines Sportvereins ist aktiv im Ehrenamt, im Freiwilligendienst. Manchmal ist der Schlüssel ein bisschen anders, wenn man Jugendliche hat, wenn man Leistungssport hat, dann braucht man nicht bloß jeden Zehnten, sondern man braucht, oder 10 auf 1, 1 auf 10 Sportlerinnen und Sportler, sondern da brauche ich sogar manchmal mehrere. Und es ist gar nicht immer einfach, die zu rekrutieren und auszubilden. Denn man will ja nicht irgendjemanden hinstellen vorne und sagen, du, jetzt kümmere dich drum, jetzt trainiere mal und mach da was draus. Förder die Kinder und die Jugendlichen und Erwachsenen, sondern wirklich qualitativ hochwertige, ausgebildete Ehrenamtliche. Ja, und was brauchen denn, was wünschen sich denn die Ehrenamtlichen, damit sie ihr Amt so ausführen können, wie sie wollen, wie es erwartet wird? Denn der Sportverein oder die Ehrenamtlichen, was ist denn das? Ist es ein Dienstleistungsprojekt oder Dienstleistungsanbieter? Manchmal werden wir in den Vereinen so gesehen, das braucht man, das weil man braucht, da muss jemand da sein und so weiter. Ehrenamtlich. Also, die Mitglieder müssen schon versuchen, dass sie das auch wirklich so sehen, wie es ist, dass die Verantwortlichen im Verein des Ehrenamtlichen machen, dass sie ihr Bestes geben und damit aber auch manchmal Verständnis haben, wenn es nicht so läuft, wie es ist, was ganz selten der Fall ist. Mit dem Mitgliedsbeitrag ist nicht alles bezahlt. Denn wenn wir in kommerzielle Sportanbieter gehen, dann sind es andere Beträge. Ganz normal, die müssen mehr verlangen. Aber es gibt dann einfach Unterschiede. Und hier sprechen wir eben vom Sportverein. Und deswegen ist es ganz, ganz hoch anzusehen, diese Arbeit, die hier geleistet wird. Aber was wünschen die sich denn, die Menschen, die das Ehrenamt machen? Sie haben Erwartungen. Also sie erwarten, dass die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden. Wir bedanken uns beim Land, bei der Staatsregierung, bei der Kommune, bei der Stadt. Und die Stadt Passau, darf ich jetzt aus der Sicht des Landkreises sagen, die Stadt Bocking ist wirklich sehr sportfreundlich. Nicht jede Kommune im Landkreis ist es, aber die Stadt wirklich, und das ist wirklich wichtig und dankbar. Und also die finanziellen Mittel, die Räumlichkeiten, dass wir die brauchen, denn wenn wir die nicht haben, können wir kein gescheites Fußballspiel spielen. Dann können wir die, wenn wir keine Halle haben, also das wird erwartet von den Ehrenamtlichen. Sie erwarten auch die Anerkennung. Die Anerkennung vom Verein, vom Verband, von der Kommune. Sportlerehrungen gibt es auch in der Stadt. Von der Öffentlichkeit und auch von den Medien, aber ganz besonders auch von den Mitgliedern. Auch die Mitglieder dürfen mal Danke sagen. Mensch, Trainer, das war halt ein tolles Training. Du Vorstand, ach super, das war eine tolle Veranstaltung, die du dir gemacht hast. Oder dem Jugendleiter oder Kassier oder Schatzmeisterin. Also einfach mal Danke sagen oder ein Lächeln. Mein Gott, ist ein Schick. Das ist wichtig und das ist die Belohnung, das ist der Dank an denen, die sich vorne hinstellen und machen. Aber nicht alle stehen vorne und werden gesehen. Es gibt viele Männer und Frauen, die im Hintergrund arbeiten, aber mindestens genauso wichtig sind. Also die Anerkennung, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und die Anerkennung vom Verband ist natürlich mit Ehrungslagen und mit Urkunden, die man heute ausnimmt. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute dabei sein darf und die Ehrungen überreichen darf. Und so, eigentlich ist ja beim 125-jährigen Jubiläum der Präsident
Und ich habe ja nochmal gesagt, warum habt ihr den Präsidenten nicht eingeladen? Der hätte bestimmt Zeit gehabt, oder zumindest einen Vizepräsident. Na, hast du gesagt, das passt schon so. Also für mich ist es eine Ehre, wenn ich heute die Urkunde überreichen darf an den Gesamtverein und natürlich auch an die einzelnen zu Ehrenden. Ohne Ehren, nur ein Satz noch, ohne Ehrenamt fällt kein Tor. Ohne Ehrenamt wird kein Talent gefördert. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, dass es Sie, liebe ehrenamtliche Damen und Herren, dass es Sie gibt und dass Sie dieses Dach, diesen Sportverein SV Bocking gibt. Herzliche Gratulation und nochmal alles Gute. Und ich habe eine Urkunde dabei. Die darf ich dem Vorsitzenden für Sie alle überreichen. Jetzt muss ich vorher noch was abmachen, was auch ganz wichtig ist. Erst die Urkunde. Dem SV Bocking 1892 e.V. wird zum 125-jährigen Bestehen als Dank und Anerkennung für die hervorragende Mitarbeit im Bayerischen Landessportverband e.V. diese Urkunde verliehen, München, den 13.10.2016, unterschrieben von unserem Präsidenten Günter Lommer. Und herzliche Gratulation, alle Gute. Alles Gute für die Zukunft. Genau. Vielen Dank. Also die Urkunde habe ich überreichen dürfen und bei 125 Jahren gibt es auch noch einen Gutschein über 250 Euro. Das könnt ihr bestimmt gut gebrauchen. Den verkraust man dann richtig miteinander, oder? Und nachdem ja gesagt worden ist, dass ich auch die Grüße von unserem Landrat Franz Mayer überbringen darf, der nicht daheim auf dem Sofa ist, das können Sie sich denken, sondern nach einer anderen Veranstaltung ist. Aber dem es ganz wichtig ist, dass ich auch seine Grüße überbringe. Und da ich sagen darf in seinem Namen, wir erleben heute einen vitalen und erfolgreichen Verein, der sportliche Zeichen setzt und mit seinem vielfältigen Angebot und seiner engagierten Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag zum Sportkreis Passau, Landkreis Passau leistet. Und auch bei allen Sportlerehrungen mit der großen Anzahl von Sportlern dabei ist. Ja, der Landkreis Passau gratuliert dem SV Bocking, verbunden mit dem Wunsch auf eine weiterhin erfolgreiche und glückliche Zukunft und unterstützt die Jugendarbeit mit einer kleinen Spende, die ich auch überreiche. Vielen Dank. Am 1.1.1969. Die haben wir dann gefragt, Peter, wie war das damals so, wie bist du eigentlich so zu dem Verein dazugekommen? Dann hat er gesagt, mein Vater hat mich damals, wie ich 3 Jahre alt war, zur Stefani-Feier mitgenommen und da habe ich schon Wurzelbank geschlagen. Mit 6 Jahren hat er Skifahren angefangen und da war er so erfolgreich, dass er mit den Jahren, zwischen 10 Jahren und 17 Jahren, war er in der Bayerwald Rennmannschaft mit dabei. Also der Peter ist ein durchaus ein Sportstalent. Aber was wir Vorstände an Peter so stark schätzen, ist seine Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, seine aufopferungsvolle Gabe zum Verein, sein demokratisches Verhalten uns Vorständen gegenüber. Wie die Gerlinde Kauper schon gesagt hat, er ist eigentlich eine Säule des Vereins. Er trifft seine Entscheidungen eigentlich nie alleine. Er nimmt uns Vorstände immer mit ins Boot und wir entscheiden dann gemeinsam über bestimmte Sachen, die wohl den Verein anbelangen. Für dieses, lieber Peter, für dein Verhalten zum Verein und uns gegenüber der respektvolle Umgang, möchte ich dir im Namen der gesamten Vorstandschaft recht herzlich danken. Vielen Dank. Der Neppi hat mir gerade so eine Anekdote erzählt. Also wenn ihr was wissen wollt, müsst ihr anfangen. Der weiß wirklich verdammt viel. Also lieber Neppi,
Ich kenne dich als sehr neugierigen Redakteur, der immer alles ganz genau wissen will, bevor er einen Artikel schreibt. Deshalb stimmt bei dir auch immer alles. Und du vergisst nichts Wichtiges. Ich meine, er ist ja ein Lehrer gewesen, gell? Er wird in den nächsten Tagen jeden Geehrten in der PNP nennen. Kann ein bisschen dauern, in den nächsten Wochen halt. Also, so peu à peu, sonst schaut keiner mehr in Zeit, aber ist nur noch ein SV-Sing. Er wird dafür auch hernach noch Gruppenfotos machen, aber wir müssen eben sagen, dass die Fotos dann, wenn keiner was dagegen hat, veröffentlicht werden. Sie erscheinen dann auch auf der Homepage der PNP und auch bei uns auf der Homepage des SV Pocking, www.svpocking.de. Logisch, was sonst. Verantwortlich dafür ist der Dirk Träger, der gerade mit dem Fotoapparat rumläuft, weil das mal versteckt ist. Das ist vergangen. Nein, aber das ist wirklich toll, was der Dirk für Arbeit macht. Aus der Distanz, Internet ist ja schnell und wenn man braucht, dann ist er da. Das Luftbild habt ihr alle schon in der Zeitung oder im Dialog oder im Pocking Live gesehen. Das hat er mit der Drohne gemacht, eine super Idee. Und ja, schaut ab und zu mal rein oder fragt die Kinder oder die Enkel, dass sie euch was zeigen. Das ist wirklich toll und fast lückenlos. Ihr alle könnt euch vorstellen, dass so ein Abend wie heute mit einer großen Organisationsleistung verbunden ist. Ich möchte daher ganz besonders mich bei der Ingrid Klein, unserer Kassiererin, und bei Peter Fliegel, unserem Seniorvorstand, allerdings stellvertretend natürlich für alle, die aktiv sind, die aktiv waren, die mitgedacht haben, die mitorganisiert haben, die da hinten aufgestellt haben, die Stühle oder für morgen fürs Oktoberfest die Jugendfußballer aufgebaut haben, recht, recht herzlich bedanken. Wir haben im Verein etwa 170 Mitglieder, also nochmal so viel wie wir heute sind, die die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre lange Mitgliedschaft erhalten würden. Da der heutige Abend mit diesem zusammen viel zu lang geworden wäre, haben wir die 25-Jährigen zu unserem morgigen Oktoberfest eingeladen. Kriegen dann ein paar Getränke spendiert. Wir würden uns übrigens sehr freuen, viele von Ihnen morgen Abend beim Oktoberfest in Tracht zu Brotzeit, Bier und Musik wiederzutreffen.